Hey, wisst ihr noch, als wir damals verhindert haben, dass das Internet gelöscht wird? Nein. Und ihr habt das ja schon im Titel gelesen, und zwar wird es YouTube 2019 wahrscheinlich nicht mehr geben. Die hat so geholfen, ey, wirklich, die hat so geholfen damit. Guck mal. Zwar wird es YouTube 2019 wahrscheinlich nicht mehr geben. Die hat so krass geholfen mit ihrer politischen Revolution. Die war wirklich am Start. Die hat Sachen gesagt, die wichtig sind. Die hat auch nicht irgendwie übertrieben oder so. Die hat einfach nur geholfen. Die hat einfach nur geholfen, Mann. Das fand ich extrem nice so. Die war einfach da für uns YouTuber, als wir sie am meisten brauchten. Das ist so krass, Mann. Die hat so geholfen. Das ist 2,5 Jahre her und YouTube ist immer noch da. Wir haben es geschafft. 5 Millionen Unterschriften wurden gegen die europäische Urheberrechtsreform gesammelt. 200.000 Menschen gingen nur in Deutschland auf die Straße und Herr New... Immer noch lauter. Okay, warte mal. ...hat sogar den Dritten Weltkrieg ausgerufen. Und am 23. wird es richtig abgehen! Da hat der Newstime sich zu sehr gefühlt. Wow, was? Die Urheberrechtsreform ist gar nicht tot und sie soll sogar noch dieses Jahr in Kraft treten? Okay, das ist ja halb so schlimm, denn was wir ja erkämpft haben, ist, dass es keine Upload-Filter geben wird. Hier, das habe ich sogar auf der Website von der CDU gesehen. Was meinst du mit, ich soll die Seite nochmal laden? Ja. Ach so, ist weg. Einfach weg, chillig. Bis hierhin kennt ihr die Story vermutlich noch. Die viel zu simple Kurzfassung, Upload-Filter werden kommen, das gibt sogar die CDU inzwischen auf dieser Seite zu. Denn Plattformen haften in Zukunft dafür, wenn Nutzer und Nutzerinnen etwas urheberrechtlich Geschütztes unerlaubt hochladen. Ganz ehrlich, man kann doch wirklich, also wenn diese nächste Bundestagswahl nicht der CDU nochmal eine fettere Breitseite kassieren lässt, dann weiß ich auch nicht, Alter. Ich schwöre, dieser Verein ist doch wirklich einfach nur noch lächerlich. Das ist doch einfach nur noch ein lächerlicher Haufen, ehrlich. Das kann man doch nicht mehr ernst nehmen, so viel Korruptions-BS und leere und untreffende Aussagen da getroffen werden. Das kann doch keiner mehr ernst nehmen, da kann doch keiner mehr hinterstehen, Digga, das geht doch nicht. Hampelmann, wirklich, Hampelmann, komplett. Sind Sie gerade wirklich 200 km/h auf einer Spielstraße gefahren? Das ist ein weiterer Strafzettel für Audi, die dieses Auto gebaut haben natürlich. Schönen Tag noch. Alle, die in ihrem Leben schon mal im Internet waren, haben relativ schnell erkannt, dass das zu ganz neuen Problemen führt und haben sich sehr doll aufgeregt. Manche mehr als andere. Du hast nichts zu Artikel 13 geleistet, genauso wie die Spacewalks. Herr Newstime hat sich wirklich mit Herz und Seele und extrem vollen Leber da wirklich eingelassen. Ja? Herr Newstime wirklich mit einem stabilen Blutalkoholpegel von 23% war da am Start, hab für uns gekämpft, vorne an der Front. Ja? Herr Newstime wirklich, solche Leute braucht's. Was aber viele anscheinend vergessen haben, die Reform auf EU-Ebene muss ja dann erst im jeweiligen Land umgesetzt werden. Und da sind wir jetzt. In den nächsten 2 Monaten muss die auch in Deutschland umgesetzt werden. Und inzwischen gibt es sogar einen Entwurf vom Kabinett, der jetzt wiederum diesen Freitag zum ersten Mal im Bundestag diskutiert werden soll. Und von den Protesten von damals hört man da leider gerade gar nichts. Was ich also heute klären will, ist, wird das Internet denn so kaputt gemacht, wie damals behauptet? Und wenn ja, können wir daran überhaupt jetzt noch was ändern? Kapitel 1. Okay. Ist das Ende von Reacts? Digga, wenn das Ende von Reacts ist, Tobi, dann höre ich jetzt mit meinem Kanal auf. Dann bin ich raus. Dann kann ich nichts mehr machen. Ich habe mir eine Sache geschworen. Ich stehe für schlechten Content und die Wiederverwertung von Content von anderen und nichts Originelles. So. Ja? Genauso wie Unge. Wir haben uns dieses Ehrenwort anfangs gegeben, dass wir irgendwann, wenn wir eine gewisse Größe haben, einfach aufhören, originellen Content zu kreieren und weiterhin nur noch auf die Sachen von anderen Leuten reagieren werden. So. Und wenn das nicht mehr geht, wenn mir meine Arbeitsgrundlage genommen wird, da bin ich raus. Gehen wir mal von dem Worst-Case-Szenario aus. Reacts sind tatsächlich oft Urheberrechtsverletzungen. YouTube bietet mir jetzt schon an, Reactions, die andere auf meine Videos machen, mit wenigen Klicks im Creator Studio. Oh oh. Machen. Ja, Bro, musst du aber nicht machen. 90% von seinem Video. Scheiße, ich bin echt schlecht im Reacten auch, ne? Mit wenigen Klicks im Creator Studio wegzustriken. Und könnte das dann heißen, dass in Zukunft es einfach keine Try Not To Laugh Challenges mehr. TikTok Highlight Videos und keine Reacts mehr gibt. Nie wieder lachen. Nie wieder lachen einfach. Stimmt das? Das wäre ja richtig kacke für Unge. Aber lebt Unge nicht auf Madeira und das ist in Portugal? Also würde dann die portugiesische Auslegung der Reform gelten? Das bringt mich ehrlich gesagt auf eine Idee. Robins dumme Tipps für Content in 2021. Dummer Tipp Nummer 1.
Auswandern. Sehe ich mich. Tobi, wir müssen auswandern. Wenn ich keine Reaktion mehr mache, nein. Dann ziehen wir entweder nach Berlin oder Madeira. Alles, was Berlin in Deutschland ist. Dubai ist nicht in der Europäischen Union. Und deswegen gibt es hier keine lästigen Regeln, wie die Urheberrechtsreform, Steuern oder Menschenrechte. Ja, gut. Wie? Rechteinhaber können eventuell trotzdem die Inhalte dort sperren lassen, wo sie abrufbar sind? Das heißt ja, dass sowohl Unge als auch die in Dubai das gleiche Problem wie wir haben. Aber ach nee, dann doch nicht. Aber dann denken wir dieses Horrorszenario doch mal weiter. In Zukunft sollen ja kurze Ausschnitte als mutmaßlich erlaubt gelten. Das heißt, der Uploadfilter zündet erst, wenn eine Grenze überschritten ist. Das ist eine sehr gute Idee. Die Grenze liegt bei Audio und Video aber aktuell nur bei 15 Sekunden. Chillig, Digga, das reicht doch. Das reicht doch. 15, what the fuck? Aber hey, es gibt doch da so ein perfektes Videoformat, wo 15-Sekunden-Videos super gut funktionieren. Dummer Tipp Nummer 2. Poste deine TikTok. Reacts nur noch auf Instagram Reels, TikTok oder dem neuen YouTube Shorts. Man reactet einfach nur noch auf TikToks, weil das sind einfach immer 15 Sekunden Urheberrechtsverletzungen pro Ding. Immer 15-Sekunden-Clips einfach nur, insgesamt. Ja, TikToks sind ja länger, oder? Schneidet. Seht ihr den größten Unterschied? Hier muss Taro rein. Boah, wie soll denn der kleine Hund da in die kleine Tasche reinpassen? Mehr im nächsten Part. Ich so, okay, wir können jetzt nicht mitfliegen, wir haben keinen PCR-Test und so. Wie, die haben gar keinen PCR-Test gemacht? Mehr im nächsten Part. Hat der da gerade mit Hundescheiße auf einen Fahrrad? Mehr im nächsten Part. Es war ein Bus, er hat ihn auf den Bus geworfen. Wie? Das geht trotzdem nicht, weil der Rechteinhaber auch bei dieser Nutzung direkt informiert wird und es dann sperren lassen kann, wenn ich ein langes Video einfach in zig kleinere zerschneide. Ach Mist. Gut, dann reagiere ich eben nur noch auf ganz viele TikTok-Shorts und Reels. Die sind schon von vornherein vielleicht nur 15 Sekunden lang. Doppelte Geschwindigkeit, ja? Dummer Tipp Nummer 3. Reacte nur noch auf Kurzvideos. Ja. Wie? Das geht auch nicht, weil man in Zukunft maximal 50% eines fremden Werkes benutzen darf. 50% eines fremden Werkes nur? Das heißt, ich muss die andere Hälfte reden? Das kriege ich nicht hin. Online. Boah, geil. Dummer Tipp Nummer 4. Reagiere nur noch auf halbe Reels? Ach, ist auch egal, denn das gilt alles nur, wenn keine erheblichen Einnahmen erzielt werden. Was? Dann fallen all diese Ausnahmen ganz weg. Dummer Tipp Nummer 5. Nicht zu viel Geld verdienen. Das ist ein saudummer Tipp, da bin ich gar nicht cool gar nicht, mit. Ich kann nicht zu viel Geld verdienen, das kann ich nicht. Was soll ich machen? Das ist Reichen-Shaming. Das ist Millionärs-Shaming, what the fuck? Nur, die Armen sind. Nur eine Stundenlohn von 30 Euro. Das ist eine richtige Geringverdiener-Geschichte. Warte mal, wie viel sind denn überhaupt erhebliche Einnahmen? Habe ich Sie gerade richtig verstanden? Sie haben mit diesem einen Video 100.000 Euro verdient. Ist es immer noch eine erhebliche Menge, wenn man das pro Tag verdient? Frage für einen Freund. Tatsächlich ist das eine Sache, die wahrscheinlich erst vor Gericht gehen muss, bevor es dazu Aussagen geben wird. Aber wovon wir ausgehen können, ist, dass für YouTuber und YouTuberinnen, die das beruflich machen, all diese Ausnahmen wahrscheinlich nicht gelten. Ja. Digga, ich bin gefickt. Ich weiß, dass ich nicht höre, ne? Ach so. Also, tatsächlich eine sinnvolle Trennung, weil das bedeutet, dass ihr als nicht kommerzielle Nutzer und Nutzerinnen das nutzen dürft. Aber heißt das jetzt, dass man als beruflicher YouTuber gar kein Fremdmaterial mehr benutzen darf? Nein. Ah, gut. Kapitel 2. Zitate und Parodien. Natürlich ist nicht jede Nutzung von mehr als 15 Sekunden gleich illegal. Zum Beispiel gibt es ja Zitate oder Parodien, die soll ich beim Upload kennzeichnen können, wenn der Upload-Filter anschlägt. Reacts sind aber wie gesagt oft keine Zitate, aber selbst wenn sie es wären, wenn Videos mehr als 50% des Originals enthalten, werden sie vielleicht trotzdem gesperrt. Wenn der Rechteinhaber das will. Das ist aber ja bei YouTube-Videos nicht der Fall. Ein YouTuber macht ja sowas nicht. Und man reagiert dann halt einfach nicht auf Content vom Fernsehen und sowas. Dummer Tipp Nummer 6. Songparodien nur noch vom halben Song machen oder Leute immer nur zur Hälfte aus dem Kontext zitieren. Das kann KuchenTV gut. Und das könnte ein tatsächliches Problem werden. In Zukunft könnten Videos gesperrt werden, die mehr als 50% eines anderen Videos... Boah, Sticker, stell dir vor, ich muss da wieder Minecraft spielen, Junge. ...beinhalten, obwohl das eigentlich in dem Moment egal wäre. Also, wenn ich zum Beispiel was zitiere, 50%, egal was es ist, bam, Filter. Filter bedeutet im Moment übrigens nicht, dass das Video für immer gelöscht wird. Das heißt erstmal, dass du bis zu einer Woche warten musst, bis die Rechtsfrage geklärt ist. Wird zu deinen Gunsten entschieden, geht das Video online. Wird zugunsten des Rechteinhabers entschieden, dann halt nicht. Und in diesem Worst-Case-Szenario könnte es noch ein bisschen seltsamer werden. Aktuell steht in dem Gesetzesentwurf nämlich nur,
dass die Plattformen verpflichtet sind, eben eine Option zu haben, dass man, wenn der Upload-Filter anschlägt und es unter 50% sind, dass man dann sagen kann, hey, warte mal, das ist ein Zitat gewesen. Und dann ja, muss stimmt, es Bänder statt der Handtücher. Aber andere potenzielle legale Nutzungen sind dann nicht verpflichtend aufgeschrieben. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass du jemanden sogar um Erlaubnis gebeten hast, du hättest eine Lizenz, dass du es nutzen darfst, aber du kannst es, wenn der Filter dann ansteht, gar nicht auswählen. Das könnte passieren. Das ist so lust. Dummer Tipp Nummer 7. Keine News-Videos oder sonstige Videos mit aktuellen Themen mehr machen, zum Beispiel auf Reactions von Videos, die gerade viral gehen oder mit Product Placements für Kampagnen, die in einem gewissen Zeitraum gebunden sind, weil das wäre finanziell echt kacke. Okay, aber News-Videos oder kritische Berichterstattung durch Ausnutzung des Urheberrechts zu unterdrücken, das würde ja keiner machen. Doch. Okay, es hat schon mal jemand gemacht. In der Vergangenheit haben Spielefirmen negative Reviews ihrer Spiele gestrikt. Was? Wirklich? Aber positive online gelassen. Ein Kanal, der kritisch über den türkischen Präsidenten Erdogan berichtet, wird regelmäßig mit falschen Copyright-Claims belästigt. Politische Berichterstattung auf Twitch wurde mittendrin unterbrochen, weil jemand mit einer gefälschten Domain unrechtmäßige Urheberrechtsansprüche gestellt hat, um gezielt demokratische Kanäle zu behindern. Wer hätte das gedacht? Oh no. Das heißt, Artikel 13 ist doch scheiße. Ja. Okay, denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich, das ist ja unglaublich schlimm. Ja. Aber das, was ich hier gerade beschrieben habe, ist wie gesagt das Worst-Case-Szenario. Das Szenario, was vor 2 Jahren oft an die Wand gemalt wurde. Und wichtig zu wissen ist hier eine elementare Sache, wenn wir von Reacts reden. Die sind schon jetzt oft Urheberrechtsverletzungen. Das Urheberrecht wurde nicht neu erfunden, sondern wie die Plattformen damit umgehen. Und schon jetzt gibt YouTube die Möglichkeit an die Hand, diese Sachen löschen zu lassen. Und trotzdem gibt es sie ja. Mehr als je zuvor. Warum? Wieso bin nur ich da drin? Was soll das? Das stimmt. Hey, rackte ich so viel? Ja, Revi-Gang halt. Safe. Ich krieg das gar nicht mehr mit. Ich muss aufhören. Oh, Angel ist auch drauf. Wo? Das zweite Video von oben. Du rackst ja gerade auch wieder, falls du es nicht merkst. Ich bin gerade auch am Reacten. Ja. Meinst du, ich habe eine Reaction-Sucht? Nein. Oder ich bin einfach zu faul? Es gibt keine Reaction-Sucht. Das ist Faulheit? Das ist einfach nur Faulheit? Faulheit gegenüber was, ne? Gegenüber Content. Nein, du willst einfach dich zurücklehnen und einfach... Aber ich guck so gern Sachen mit Leuten. Ja, eben. Du guckst mit deinem Bres gern Sachen. Ja. Ja. Scheiße. Es ist eine Sucht. Weil die meisten Leute damit kein Problem haben. Im Gegenteil. Manche Leute werden dadurch erst richtig groß. Ah, nee. Das ist gut, was ich mache. Ich helfe vielen Leuten beim Wachsen. Marion zum Beispiel hat dadurch extrem profitiert. Mhm. Und auch in Zukunft wird es so bleiben, dass der Rechteinhaber entscheiden darf, ob er will, dass seine Inhalte geblockt werden oder nicht. Imagine, ich reagiere auf meine eigenen Videos. Ja, okay. Bisher machen das viele nicht. Und deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie es in Zukunft wahrscheinlich auch nicht machen werden. Aber ja, wenn Rechteinhaber alles blockieren lassen, dann wird das bei mancher legaler Nutzung sicherlich zu Problemen führen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass wiederholte falsche Claims auch dafür sorgen sollen, dass man aus dem System rausfliegt und auch Schadensersatz soll möglich sein. Nur gerade bei solchen Eingriffen in die Presse- und Meinungsfreiheit ist mir dann ziemlich egal, ob ich die 5 Euro AdSense-Einnahmen, die ich dadurch verloren habe, nachträglich noch bekomme. Genau definiert, wie viel Geld das dann nämlich potenziell sind, das ist bisher unklar. Kapitel 3. Texte und Bilder. Nicht nur Digga, Audio- und Videodateien echt ein sehr komplexes haben eine Grenze, Thema, ne? die sie vom Upload-Filter schützen, sondern auch Bilder und Texte. Texte bis zu 160 Zeichen und Bilder bis zu 125 Kilobyte. Hä? Was? Das macht gar keinen Sinn. Wie kann man das denn an Kilobyte bemessen, Digga? Du kannst doch jedes Bild durch irgendwelche Komprimierfilter schmeißen, Digga. Und das ist doch dann komplett runterkomprimiert. Digga, 125 Kilobyte, wie viel ist das? Ist ja gar nichts auch. Sind es nicht 0,1 MB? Ja. Hä? Screenshot, ja. Texte bis 160 Zeichen? Imagine, Bro, imagine, du kannst immer nur so Auszüge aus Texten dann benutzen. Ich hoffe, du machst Screen auf, da kommt ein Text und du wirst gefickt dafür. Ey, Digga, nicht mal ein kompletter Tweet hat 160 Zeichen, der 240. Du wirst einfach für einen Tweet gecopyright claimed. Das ist doch wirklich schwachsinnig. Das ist doch wirklich schwachsinnig. Stell dir mal vor, du musst dann hingehen und alle Zeichen erstmal durchlesen. Tonaufnahmen bis 15 Sekunden. Ist auch fernab der Realität, oder? Digga, das ist Retalk. Einer hat, glaube ich, geschrieben, einfach um YouTuber mies zu
Ja, es ist halt jetzt schon zu spät, ne? Stell dir vor, du hast einen Tweet mit 165 Zeichen und so ein Politiker sieht das. Dann so, ah ja, dann wirst du aber gefickt wegen 5 Zeichen mehr. Stell dir mal vor, du bist so jetzt so jemand wie Tubo, ne? Ja. Naja, stell es dir nicht vor, aber angenommen, du wärst so jemand. Moment mal. Ja. Und? Ja, klar. Und dann kann der nicht mehr auf die Mucke reagieren und sowas, weißt du? Ja, der kann gar nichts. Du kannst nichts mehr reagieren, Bro. Ah, 165 KB ist ein Bitcoin. Danke. Okay. Digga, ich muss mit Unge dann wieder Castle Rush oder so einen Scheiß machen, ne? Aber, da musst du auch drauf achten, ne? Wie soll man 15 Sekunden auf 8 Minuten strecken? Aber kurz drücken. Da musst du Frames analysieren. Du musst jeden einzelnen Frame analysieren. So. Chat, was haltet ihr davon? Man geht hin und analysiert von 15 Sekunden jeden Frame. 60 Frames die Sekunde, da könnte man auf 60 mal 50, das kommt hin, da könnte man auf jeden Fall auf 8 Minuten kommen. Eine gute Idee, oder? Und die Tweets, die Leerzeichen muss man ja auch rausrechnen. Auf Leerzeichen hat der kein Urheberrecht. Aha. Leerzeichen gehört nicht dem Typen. Was heißt das überhaupt? Kann der Typ eigentlich sagen, das A ist mein Urheberrecht, was ich da geschrieben habe, dieser Punkt ist mein Urheberrecht? Das ist, weiß ich, das, also... So, und da kommen wir nämlich jetzt hin, liebe Bundesregierung, ja? Die da oben nämlich, die werden jetzt von mir mal fertig gemacht. Das sind Grauzonen. Grauzonen sind es nämlich, so ist es nämlich. So ist es nämlich. Du hast eigentlich kein Recht an irgendeinem Buchstaben. Das gehört nämlich... Der Typ... Gehört das. Der Typ, 125 Kilobyte Bild ist ein Emote. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Ja, doch. Wo fängt es an und hört es auf, frage ich mich, ne? Wenn wir jetzt schon sowas hier haben, Tobi. Weißt du, wo wir in 2 Jahren sind, Redi? Ja. Weißt du, wo wir da sind? Die da oben machen alles mit uns. Alles. Wir können hin, jetzt sind wir gerade in der Nähe. Ich fahre da hin. So, wir sind jetzt in Berlin und dann werden wir schauen. Genau. Mit dem I8 zu Merkel einfach. Und nicht zu Merkel, aber. Scheiße, aber es gibt wirklich keinen, es gibt kein Erwachen. 1.8. ich kämpfe gegen Merkel. Und hier sehe ich tatsächlich ein größeres Problem als bei den Reacts. Das Ding ist, ein Tweet hat schon bis zu 280 Zeichen. Ja. Dummer Tipp Nummer 8. Screenshots. Dieses Bild mit den Infos, was man denn noch darf, hat 43 Kilobyte, aber Text mit 183 Zeichen. Und ich blende es gerade in ein Video ein, in dem es weniger als 15 Sekunden steht. Oh nein. Schachmatt, Justizministerium. Um es nochmal klar zu sagen, ich möchte hier nicht dazu aufrufen, so illegal Texte zu nutzen, sondern darauf hinweisen, dass wir in Zukunft Tricks brauchen. Um bei legaler Nutzung zu vermeiden, dass uns Filter trotzdem wegblocken, weil... Digga, das ist ja wirklich so dumm, dass du dann... Fuck, Alter, dann muss ich Julius auch richtig viel Geld bezahlen, dass ich sagen muss, ey, schneid das raus, das muss so und so sein, das kann er sich doch nicht merken. Da hat gerade jemand geschrieben, ja, du kannst ein Video in 0,25-facher Geschwindigkeit hochladen. Mhm. Das heißt, 2 Minuten wären dann 8 Minuten. Mhm. Und dann schaut man sich's, nee, warte, dann schaut man sich's in vierfacher Geschwindigkeit nochmal an. Oh mein Gott, stell dir mal vor, im Chat schreibt einer eine Nachricht, die jetzt mehr als 160 Zeichen, du liest die vor. So. Und die, oder guck mal da, wo es eingeblendet ist. Der fickt dich dann einfach dafür. Du musst 1.000 Euro bezahlen. Ich kann den Chat nicht mal mehr einblenden. In der Theorie. Aber es sind deine Nachrichten eigentlich. Es ist mein Channel, aber es wird auf meinem Channel von verschiedenen Leuten geteilt. Die Nachrichten gehören ja auch nicht Twitter, sondern dem Urheber. Digga. Stell dir vor, man kann Chat-Nachrichten striken. Mein Text hier ist Copyright. Oh, guck. Digga. Der eine hier ist Copyright. Oh mein Gott. Bro, Real Talk. Ich werde dann in jeden Twitch-Channel gehen und Sachen reinschreiben über 160 Zeichen und dafür, dann werde ich reich. Guck mal, genau das ist ja die Scheiße. So viele Leute werden das doch ausnutzen, oder? Du kannst ja richtig... Digga, das war so laut bestimmt. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Nein. Die Reichen werden dann nicht mehr reich. Dieser Text ist Copyright, dieser Text ist Copyright. Scheiße, Alter, scheiße, scheiße, scheiße. Raus hier aus Deutschland bringt nichts. Ihr seid alle in Deutschland. Wenn, dann muss meine ganze Community, müssen alle auswandern. Alle raus, Leute, komm. Leute, ganz okay. Wie krass ist es, einen eigenen Staat zu gründen? Wer wäre dabei? Einzelnen Chat. Einzelnen Chat, wer jetzt dabei wäre. Ich hole mir kurz was zu trinken. Okay. So. Kannst du mir ein Wasser holen? Ja. Nee, egal. Ich mach's nicht. Cool. Digga, guck mal, angenommen, es wären jetzt 9000 Leute im eigenen Staat. Jeder davon bezahlt Steuern. Aber die sind alle minderjährig. Egal. Ab 10 Jahren wird Steuern gezahlt. Es gibt eine Grundsteuer, die ist 100. Ey, wenn man sich wirklich überlegt, was hält einen davon ab? Das also ist jetzt, klingt jetzt super dumm. Was hält aber einen davon wirklich ab? Einfach zu sagen, ich kaufe mir jetzt eine Insel, die frei steht,
ja, und macht darauf einen eigenen Staat. Was sind die Grundlagen für eine Staatgründung? Was muss man dafür machen? Gibt es da irgendwelche Regeln für? Weil die Schranken lächerlich klein sind. Autoren und Autorinnen haben zum Beispiel schon Angst, dass sie bald keine Leseproben ihrer eigenen Bücher mehr teilen können, obwohl der Verlag es ihnen erlaubt. Kapitel 4, Livestream. Ja, Digga, jetzt kommt's. Letzten Monat ging eine Story rum, wo in Beverly Hills ein Polizist angeblich verhindern wollte, dass ein Aktivist seine kritischen Fragen an ihn livestreamt, indem er angefangen hat, urheberrechtlich geschützte Musik auf seinem Handy zu spielen. What the fuck? Kann ich in Zukunft also Live-Berichterstattung verhindern, indem ich auf Demos mehr als 15 Sekunden Musik spiele oder bei politischen Kundgebungen ein längeres Liedchen pfeife? Kann ich in Zukunft Montana Black für immer von Twitch verbannen lassen, indem ich bei seinem nächsten Malta-Urlaub einen Tweet ausdrucke und in seine Kamera halte? Oh ja, Mann. Oh, man, wo das kurz stehen bleiben, Digga. Auf, als wenn wir hier so wohnen, weißt du, wie ich meine? Ich tue so, als wenn ich... Der will Monte bannen. Also letzteres vermutlich nicht, aber tatsächlich ist das gar nicht so sicher, denn eine Sache ist bei dem Text noch ein kleines bisschen problematisch. Noch ist unklar, so ein bisschen, welche Inhalte es pro Plattform denn betrifft. Müssten Twitch und YouTube jetzt auch nach Texten oder Bildern checken oder sogar nach Architektur oder Kunstobjekten, die ja auch urheberrechtlich geschützt sind, dann haben wir ein Riesenproblem. Und alles, was ich bisher angesprochen habe, geht von einer grundlegenden Sache aus, dass Upload-Filter überhaupt in der Lage sind, das alles korrekt zu erkennen. Und das wäre bei Architektur oder Bildern oder Text auf YouTube natürlich schwierig. Denn schon jetzt gibt es ja Probleme mit automatisierter Erkennung von Inhalten. Ein Ton ist zu hören und wird fälschlicherweise als ganzer Song erkannt. Ja. Das ist Wahnsinn. Oder jemand nutzt was legal, was andere aber auch schon vor ihm legal genutzt haben. Wie zum Beispiel Stockfotos. Und der Filter denkt dann, es wäre geklaut. So wie in diesem Beispiel von Family Guy, bei denen die Serie einen YouTube-Clip eingebaut hat und hinterher die... What the fuck? Dieser 9 Jahre alte YouTube-Clip deswegen gestrikt wurde. Kapitel 5. Was können wir noch tun? Upload-Filter werden kommen. Das lässt sich nicht mehr ändern. Die einzige Chance ist noch, dass der Europäische Gerichtshof Artikel 17 für grundrechtswidrig erklärt. Die Entscheidung wird aber vermutlich erst fallen, nachdem die Länder es schon in nationales Recht umgesetzt haben. Die einzige Möglichkeit, die Situation bis dahin zu verbessern, ist mit Hilfe des Bundestags. Dieses Jahr ist Bundestagswahl. Ja, ganz wichtig. Sie schreiben, was ihr zu dem Entwurf denkt. Nicht wählen. Ach, alle nicht wählen. Geht einfach gar nicht wählen, oder? Nee. Nee, ist auch falsch. Geht wählen. Geht einfach gar nicht wählen, oder? Bitte sehr respektvoll und positiv. Es geht darum, zu gucken, was noch positiv geändert werden soll. Ich persönlich fände es zum Beispiel wichtig, dass die Maßnahmen zum Schutz mutmaßlich erlaubter Nutzung auf jeden Fall beibehalten und sogar ausgebaut werden. Es waren im früheren Entwurf mal von 20 Sekunden Audio- und Videomaterial und 1000 Zeichen die Rede. 160 Zeichen sind einfach lächerlich wenig. Nur der Name der Urheberrechtsrichtlinie ist länger. Und würde gesperrt werden, wenn ein Newsanbieter... Ein Durchschnitt, wie du sie sagst, kriegt man in 5 Sekunden unter, aber 160.000 Zeichen sind völlig weltfremd. Sollte der volle Name der Urheberrechtsrichtlinie... Artikel darüber schreibt und den Namen in voller Länge da reinschreibt und ich dann danach was dazu schreibe oder auch den Namen reinschreibe. Das kann doch nicht sein. Digga. Es war auch mal die Rede davon, dass 90% eines Werks benutzt werden dürfen, Junge. Bevor die Filter anspringen, nicht nur 50%. Ja. Und eigentlich müssten es 100 sein, solange ich es legal nutze. Ja, richtig. Sonst sperren die Filter regelmäßig legale Inhalte für eine Woche. Ja. Und bei so einer Lösung könnten Verwertungsgesellschaften übrigens meinen Instagram Reels-Trick umdrehen. Wenn zum Beispiel Rechteinhaber Videos in kleinen Schnipseln hochladen, dann sind 50% eines Werkes ja plötzlich nur noch wenige Sekunden. Das passiert ja nicht mal unbedingt zwingend mit böser Absicht. Wenn ich einen Highlight-Clip mache von einem längeren Video, ist das ja ein neues Werk, was dann wiederum nur zu 50% genutzt werden darf. Gott, und woher weiß denn bitte der Filter, ob das lange Video oder das kurze Video jetzt das ist, auf das er sich beziehen soll? Ich finde, es sollte außerdem verpflichtend gemacht werden, dass es... Ja, true. RIP Facharbeit, RIP Masterarbeit, RIP der ganze Kram auch nochmal, ne? ...mehr Möglichkeiten gibt, was man beim Upload als legal beweisen darf, wenn der Filter anschlägt. Aktuell steht da was von den gesetzlichen Ausnahmen wie Zitat und Parodie. Aber es gibt ja noch viel mehr Gründe, warum Filter unrechtmäßig anschlagen könnten. Man hat eine Lizenz gekauft. Der Filter hat einen Fehler gemacht. Jemand hat was fälschlicherweise geclaimt.
Ich will da nicht jedes Mal 7 Tage warten müssen. Und aktuell ist der Plan, dass im Mai der Bundestag das Gesetz verabschiedet. Ab Juni soll es gelten. Boah, Junge. Es ist viel zu wenig Zeit. Die braucht es einen Puffer. Weil vielleicht kann YouTube sich das leisten, weil sie schon Content-ID haben, das dann so schnell umzusetzen. Ja, aber andere Plattformen halt nicht. Plattformen ja, vielleicht safe. Nicht. Und zum Abschluss möchte ich euch noch ein Gedankenexperiment mitgeben. In Zukunft werden Videos bis zu 7 Tage offline sein, wenn es rechtliche Unklarheiten gibt. In diesem 7-Tage-Prozess wird in Zukunft ein wirtschaftliches Unternehmen. Krass. Best Unternehmen. Oder warum trinkt der Wasser aus dem Weinglas? Das ist Wodka. Halle von TikTok. Ein chinesisches. Über deutsches Recht entscheiden. Die werden entscheiden, wer Recht hat. In etwas so unglaublich Komplexem wie Urheberrecht. Es gibt ja bekannte Urheberrechtsprozesse, die an deutschen Gerichten ausgefochten wurden. Und sowas hat oft Jahre gedauert. Und in Zukunft soll das erstmal in 7 Tagen ein Unternehmen entscheiden. Und dabei entsteht ein weiteres Problem. So dumm. Das Unternehmen haftet bei einer falschen Entscheidung für den Schaden. Und zwar bis dann Ich bin der Urheber von dem Shirt. Ich hatte das zuerst, aber wir striken gleich Kevin weg. Ich ruf Ashraf an, Digga. Ich sag Ashraf Bescheid, gib Kevin Strike und gönn mir Rechte. Wenn man ein Gericht entscheidet, das heißt, wenn ein Gericht 3 Jahre braucht und sie haben heute entschieden, dann haften sie für die ganzen 3 Jahre. Und nun stelle ich euch folgende Frage. Würdet ihr als wirtschaftliches Unternehmen eher zugunsten von einem... Das sind über 160 Zeichen. Ganz klar. Echt? ...kleinen User ohne Anwalt entscheiden oder zugunsten von einem multinationalen Rechteinhaber mit einer Armee von Anwälten? Wo ist das Risiko für finanziellen Schaden größer? Ey, sehr starkes Video mal wieder, lieber Rob Bubble. Ich glaube, die ganze Geschichte ist immer noch nicht ganz ausgestanden. Wir schauen uns auch die Tage mal das Video von Solmecke an.